Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute geht es auch mal, da haben wir lange drauf gewartet, wirklich um das Forum MyFish und dazu haben wir natürlich am Telefon Matthias Wiesensee. Hallo Matthias. Hallo Olli. Matthias, was genau ist deine Funktion bei MyFish? Ich bin bei MyFish quasi der Kopf dahinter. Also mich nennt man Community Manager, das heißt, ich kümmere mich darum, dass dieses ganze Projekt überhaupt läuft, dass wir Partner finden, die mitmachen wollen, dass wir Inhalte für die Plattform kriegen, dass wir interessante Themen für die Plattform bereitstellen und ich bin auch für das Konzept dieses ganzen Projektes verantwortlich gewesen und instruiere unsere Mitarbeiter und Helfer, dass wir da eben eine tolle Sache auf die Beine stellen. Also vor Gericht wirst du jetzt der Schuldige, dass es MyFish überhaupt gibt. Genau, wenn jemand Ärger kriegt, dann ich. Und wie bist du selber dazu überhaupt gekommen, zu diesem gesamten Hobby? Zu dem Hobby bin ich gekommen, dass ich als Jugendlicher nie ein Tier haben durfte von meinen Eltern, aus Angst wahrscheinlich, dass das zu viel Aufwand ist, da sie selber auch damit keine Berührungspunkte hatten. Und ich bei einem Freund im Keller ein ausrangiertes Aquarium gefunden habe. Und das heimlich von meinem Taschengeld den Eltern für 5 oder 10 Euro oder Mark damals abgekauft habe. Und habe das heimlich eingerichtet, meine Eltern waren im Urlaub und als sie wiederkamen, standen sie vor vollendeten Tatsachen. Und ja, seitdem hat das Hobby mich nicht losgelassen und es wurden auch immer mehr Becken. Wir fragen unsere Interviewpartner gerade jetzt bei dieser Sendung natürlich auch immer, was hast du noch so selber an Aquarien zu Hause rumstehen? Oh, ich bin gerade umgezogen in ein kleines Reihenhaus und habe mir da im Keller mal wieder ein bisschen mehr aufgebaut, als ich eigentlich wollte. Genieße das aber sehr. Ich habe mir einen ganzen Block aufgebaut mit 10 Aquarien. Größe relativ klein, also zwischen 20 und 100 Litern, knapp unter 100 Litern. Und halte darin entweder Garnelen, ich halte die Pandaschmerle in ein Bachlaufbecken, das hat knapp 60 Liter. Und setze die zur Zucht an und habe auch die L46 zum Beispiel, einen wunderschönen Wels, der schwarz-weiß gestreift ist. Und kümmere mich da eher um Tiere, die mich privat interessieren oder die eben ja aus gewissen Gründen wie die Pandaschmerle züchtenswert sind und da auch Wissen zu vermitteln. Matthias, ganz wichtig ist ja auch erstmal überhaupt zu erklären, was ist MyFish überhaupt genau? MyFish ist im Prinzip ein interaktives Online-Portal, das heißt, es ist kein klassisches Forum, wie man das von früher kennt, sondern man kann uns vielleicht ein wenig mit Wikipedia vergleichen. Wir sind eine Plattform, wo man Wissen findet zu seinem Hobby. Wir haben auch eine Funktion, wie man das vielleicht von Spiegel oder N24 kennt, einen informativen Charakter. Das heißt, wir stellen Blogbeiträge bereit. Das ist nichts anderes als Szene-Information, Szene-News. Wir haben unheimlich viele Bilder und Videos, 5500 Stück schon. Und wir machen dann eben verschiedene Sachen. Man findet bei uns Artbeschreibungen von Tieren, man findet Tipps und Tricks zum Hobby, man findet Informationen zum Einstieg überhaupt, also wie fange ich mit dem Aquarium an oder wie gehe ich mit gewissen Problemen um. Das sind dann Tipps und Tricks. Wir bilden ganz viel Wissen generell auch ums Hobby ab. Also wenn jemand sagt, er informiert sich jetzt über eine CO2-Anlage, was ist überhaupt CO2, warum brauche ich das? Und mit solchen Themen, all diesen umfassenden Themen für das Hobby beschäftigen wir uns und bieten da eine erste Anlaufstelle. Und dank unseren Partnern haben wir dann die Möglichkeit, dass wir wirklich nur die Erstinformationen vornehmen müssen und dann eben auf unsere Partner verweisen, die das in vielen Fällen auch viel detailreicher können. Das heißt also, es ist auch eine große Linkseite praktisch. Ja, und davon lebt MyFish auch. Also wir leben davon, dass Partner uns helfen, Inhalte bereitzustellen, wir einen großen Überblick schaffen, aber wir wollen nicht die Spezialisten für einen ganz engen Themenraum sein, sondern wir sind eher die Generalisten über das Hobby hinweg. Ich habe mal gelesen, dass das Ganze auch irgendwas mit einem Großhandel zu tun hat. Ist das richtig? Genau, das Thema hat auch was mit dem Großhandel zu tun, weil im Jahr 2010, das war das Jahr der Biodiversität, hat Herbert Niegel, ein Zierfischgroßhändler, in der Fachgruppe der Zierfischgroßhändler angeregt, dass wir was für die Aquaristik tun müssen. Immer wieder kommt das Gerücht auf, das hatten wir auch in den Interviews, Aquaristik ist was für alte Männer. Also Frauen sind da komplett ausgeschlossen, junge Leute scheint das auch nicht zu geben und eigentlich macht man das im Keller. Ich bin zwar jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, ich mache es auch im Keller, habe natürlich auch in der Wohnfläche noch Aquarien, aber es ging einfach darum, die Aquaristik auch mal in ein positives Licht zu rücken und zu zeigen, dass das Spaß macht, dass das interessante Sachen sind und eben nicht langweilig ist. Und ich denke, wir müssen uns vor einer Playstation oder vor irgendeinem Computer nicht verstecken.
Matthias, welche Ziele, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber es ist ja meistens doch so, hat denn MyFish? Das Ziel ist es, alle interessanten und wissenswerten Themen zur Aquaristik überhaupt darzustellen. Das heißt erstmal die grundlegenden Informationen, die sich ja auch nicht ändern im Großen und Ganzen, weil sie biologischen Hintergrund haben, aber auch aktuelle Sachen darzustellen, was sind Trends, was sind Neuigkeiten im Hobby, gibt es vielleicht wissenswerte Erkenntnisse, die man jetzt erst gewonnen hat, und all das stellen wir dar. Und natürlich auch irgendwelche Profis, die sich nach und nach immer entwickeln, so wie Stars kann man das vergleichen, wie Sänger, die tauchen auch mal auf wie Stars und Sternchen und verschwinden wieder, und mit denen haben wir Kontakt und stellen dann eben diese Leute auch vor. Und wir wollen gemeinsam mit dieser ganzen Community, die sich bildet, also MyFish ist keine Einbahnstraße, sondern jeder kann mitmachen und auch kommentieren, wollen wir eben diese Community am Leben erhalten. Und das heißt, Wissen austauschen und gemeinsam verankern. So wie man das bei Wikipedia eben auch macht. Das heißt, es wird nicht was reingestellt und das ist festgeschrieben, sondern es lebt eben durch die Beiträge der Nutzer. Und dann haben wir ja auch noch unsere wöchentliche Sendung auf Haustierradio. Genau, diese ganzen Interviews, und wir binden sie später als Podcast ein, und da sind wir dir auch sehr dankbar, dass du das mit uns so mitmachst. Wenn ich jetzt Aquarianer bin, was würdest du mir erzählen, warum muss ich unbedingt bei MyFish vorbeischauen, was wird dort geboten dem Aquarianer? Also wenn ich schon Aquarianer bin und sage, Mensch, diesen ganzen Einstiegskram, das interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich sagen, komm bei MyFish vorbei. Du erfährst bei uns unheimlich viel, was in der Szene selber passiert. Also vielleicht Dinge, die du in deinem Aquarienverein oder die du vielleicht auch so alleine in deinem Hobby gar nicht mitkriegst. Was passiert auf Messen? Was wird Neues in der Aquaristik vorgestellt an Tieren? Gibt es Neuimporte? Oder eben auch die Möglichkeit, Kontakt zu suchen zu Gleichgesinnten? Und auch Profis vielleicht kennenzulernen, die wir dann interviewen und da auch vielleicht Kontaktmöglichkeiten schaffen, wenn jemand da eine spezielle Frage hat. Also es ist nicht selten, dass jemand uns anschreibt mit einem Problem oder mit einem Wunsch, einen Kontakt zu einer Person zu kriegen oder eben einen speziellen Fisch zu bekommen. Und so können wir über unsere Partner da eben das ein oder andere vermitteln. Und ich denke, besonders das Zuchtprogramm ist vielleicht auch noch hervorhebenswert. Das heißt, ein Bundesliga-System, wenn man das so möchte, wo Fische nachgezogen werden. Jeder, der züchtet, kann da seine Zucht in einem Tagebuch anlegen, anderen Leuten davon berichten und zeigt, wie spannend und interessant diese ganze Zucht überhaupt ist, welche Erkenntnisse er daraus gewonnen hat oder welche Fehltritte er vielleicht hatte. Also das meint jetzt nicht, dass er Tiere verliert, sondern einfach, welche Informationen er verwendet hat, aber die nicht zum Erfolg führten. Und so bieten wir zum Beispiel auch Zuchtaktionen an. Das bedeutet, dass wir eine Art hervorheben, dann über unsere Partner einen Zuchtsatz an Tieren bereitstellen an Leuten, die sich dafür interessieren. Und dann wirklich diese eine Art fördern, weil die nachförderungswert ist. Das heißt, die ist vielleicht in der Natur bedroht oder es gibt die nicht so häufig mehr im Handel. Dass wir versuchen, darüber eben Impulse zu setzen, dass Leute sich für diese Art interessieren. Und ich denke auch, die Einstiegsinformationen sind für den einen oder anderen Aquarianer interessant. Gerade wenn ich mal wieder vor einem Problem stehe, gibt es ab und zu mal, dass mal eine Alge auftaucht oder dass ein Tierchen im Aquarium ist, was man nicht identifizieren kann. Dann ist das eben eine Möglichkeit, dass wir da erste Hilfe bieten und dann durch Bilder und durch Kurzinformationen auf den richtigen Weg wieder führen. Und wer Fische sucht oder wer sich für Fische interessiert, kann natürlich unsere Fischothek durchstöbern. Da gibt es Fischbeschreibungen, zu Wirbellosen gibt es Beschreibungen, zu Wasserpflanzen und da eben viele Tipps und Tricks. Oder, was ich sagte, die Szene-Informationen, da haben wir im Bereich Facetten, wo man dann sowas wie Aquascaping findet oder halt unsere tollen Interviews, die jede Woche kommen. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass bei MyFish jeder mitmachen kann. Wie funktioniert das? Und vielleicht darf man auch fragen, warum darf da jeder mitmachen? Wichtig ist, dass jeder mitmachen kann, damit die Wissensbasis, also die Erkenntnisse zum Beispiel über Fische, das kann man nicht alles in Büchern festhalten. Und es ist dann eben die Sicht eines einzelnen Menschen. Und ich denke, ein Tierhalter beobachtet sein Tier sehr genau und kann dadurch sehr, sehr viele Informationen beisteuern. Und vielleicht sind die auch ein wenig anders oder decken sich mit den anderen Informationen, sodass wir wirklich umfänglich Wissen zusammenstellen können. Es wird halt immer wieder kritisiert, dass Informationen veraltet sind, dass Informationen nicht stimmen. Und deswegen rufen wir eigentlich jeden Tierhalter dazu auf, wirklich auf diesem Portal mitzumachen, um das Wissen zentral mal überhaupt zusammenzutragen, um dann jedem Einsteiger vor Fehlern zu bewahren. Wenn er das nachliest, wird er sich an diesen Informationen orientieren. Wie funktioniert das? Entweder nutzt man die Kommentarfunktion, die fast an jeder Seite angebracht ist, unter jedem Blogbeitrag, unter jeder Beschreibung. Oder man kann uns natürlich über Formulare direkt kontaktieren per E-Mail und uns dann Bilder und Texte zur Verfügung stellen.
Und ganz klar, YouTube und Facebook haben wir auch viele, also auch viele Inhalte und unsere Auftritte. Und da kann man uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Können wir auch schon mal einen ganz kleinen Blick in die Zukunft wagen, was bei MyFish in Zukunft noch so alles passieren wird? Ja, wir haben da schon einige Sachen im Fokus. Zum Zeitpunkt der Gründung waren Schulprojekte ganz, ganz wichtig angesehen und das ist auch nach wie vor noch der Fall. Das heißt, wir haben schon einige Schulprojekte auf den Weg gebracht. Wir haben Lehrer unterstützt, überhaupt mit Wissen ein Schulprojekt, ein Aquarium in der Schule aufzustellen und das eben in einer AG zu betreuen oder als Unterrichtsmaterial. Und wo wir auch noch hinwollen, was damit zusammenhängt, ist ein Kinderbereich. Also in der Branche gibt es immer wieder den Wunsch, wir brauchen Kinder, wir wollen unbedingt Kinder für das Hobby begeistern, weil es ist mindestens genauso spannend wie jedes Computerspiel. Nur damit Kinder sich mit dem Hobby auseinandersetzen, muss man ihnen auch Informationen bereitstellen. Und da haben wir die eine oder andere Idee und auch Kooperationen mit Partnern, wo wir dann eben anfangen können, um diese Kinderecke wirklich auszubauen und zur Verfügung zu stellen. Natürlich wird es weitere Zuchtaktionen geben mit anderen Tieren oder mit Anreizen, überhaupt ein Zuchtprojekt anzulegen, um anderen Aquarianern davon zu erzählen. Und im Bereich Facetten, also dieser Ecke, wo es diese Trendthemen gibt, werden auch ein oder andere Bereiche dazukommen in nächster Zeit. Dazu aber möchte ich noch nichts sagen. Ein paar Geheimnisse darf man ja auch für sich noch behalten. Man Natürlich. Soll auch ständig vorbeischauen bei euch. Richtig. Matthias, aber ich glaube, was wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, wie finde ich euch eigentlich? Wie erreicht man euch? Also mittlerweile findet man uns sehr gut über Google, wenn man überhaupt zum Thema Aquaristik was sucht, sei es irgendwelche Fischnamen oder auch Themen, zum Beispiel Algenprobleme. Aber natürlich haben wir auch eine direkte Adresse, das ist www.my-fish.org. Oder ihr sucht uns auf Facebook, MyFish. Einfach den Namen eingeben. Auf YouTube könnt ihr uns finden, auch unter dem Namen MyFish. Oder ihr sendet uns eine direkte E-Mail an info@my-fish.org. Und dann kommt ihr zu mir und dann kann ich euch gerne weiterhelfen. Matthias, kannst du uns abschließend noch so ein paar Worte geben? Du hast ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass Aquaristik angeblich ja ein Altherren-Hobby ist. Kannst du uns da noch so ein paar Worte sagen, was jetzt den Nachwuchs betrifft und die Entwicklung in der Aquaristik? Na klar. Gut, alt bin ich nur auch wirklich noch nicht mit 27 Jahren, aber ich bin viel auf Messen unterwegs und auch in der Szene und ich sehe halt, dass viele Bereiche, sei es jetzt die Welse, sei es die Garnelen, unheimlich viele junge Leute dabei haben, die sich ganz engagiert mit diesem Thema auseinandersetzen und da ganz tolle Projekte auch auf die Beine stellen. Das heißt, ich denke nicht, dass wir weniger junge Leute haben, im Gegenteil, ich glaube sogar, wir sind fast mehr junge Leute als vor 20 Jahren, aber die agieren natürlich anders. Zu Zeiten des Internets brauche ich eben nicht mich irgendwo hinbewegen. Ich brauche nicht abends auf ein Treffen gehen, wenn ich keine Zeit habe. Ich kann das einfach unterwegs am Handy machen und mich da mit Leuten austauschen. Das mache ich dann auch viel intensiver, weil ich das halt jeden Tag mache und nicht nur zu bestimmten Treffen. Und ich sehe halt auch auf den Messen oder auch was auf mich zukommt an diesen ganzen jungen Leuten, die da mitmachen wollen, dass die unheimlich viel Wissen schon in den jungen Jahren haben, tolle Fotos machen und eben auch Lust haben, Wissen zu verbreiten und überhaupt so ein Projekt am Leben zu halten. Und auch die Älteren machen tatsächlich auch bei uns mit, obwohl wir ja eine Online-Community sind und haben da viel, viel Freude dran. Also ich denke, dass dieses Gerücht, junge Leute gibt es in der Aquaristik nicht und es betreiben auch nur Männer, das halte ich alles für ein Gerücht. Also gerade die Garnelenleute sind unheimlich viele Frauen und auch sehr jung alle. Guck mal, die Garnelenleute sind Frauen. Alleine für diesen Spruch hat sich doch die ganze Sendung gelohnt. Matthias Wiesensee, der Community Manager von MyFish. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Danke, Olli. Hat Spaß gemacht. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.